Ja, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Und wir sind jetzt im Kampf gegen einen Soldaten namens Loksch oder so. Und ich glaube, der hat ein bisschen was auf die Nase verdient. Deswegen Pause zu Ende. So brauchst du nicht antanzen, Dude. Was? Ich bin bereit. Wait, ich habe was vergessen. Und zwar wollte ich eigentlich nochmal Analyse betreiben. Hallo. Wirksam Feuer, wie alle menschlichen anscheinend. Na dann, zeigen wir ihm doch mal, wie geil Feuer sein kann. Aber doch ein bisschen alles verdünnt. Er könnte bei irgendwo einem Pokémon-Team mitmachen. So, was heißt ich hier? Wow, oh. Das wollte ich gar nicht. Was weiß ich hier? Team Tempo oder irgendwas? Okay, der ist ziemlich flott unterwegs, aber das ist okay. Diesmal habe ich geblockt. So, wir wissen ja jetzt, er mag Feuer. Dann kriegt er Feuer. Der Angriff. Block. I'm sorry for that. Oh. Nope. Na komm, den nächsten Angriff warte ich noch auf. Ach. Und da kommen nämlich meine Schläge hinterher. Und Schock. Und jetzt geht es richtig los hier. Bis er aufgestanden ist, gibt es noch ein Kommando. So. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher nicht unser letzter heißer Ritt. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Rückzug. Ja. Mensch! Hey Cloud, jetzt oder nie! Konntet's wohl nicht lassen, was? Ja, wohl auch nicht.
Los. Welch, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Tja. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Okay. Ziemlich viele Schaulustige. Ich muss ja ehrlich zugeben. Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Ich muss ja ehrlich zugeben, als ich das erste Mal gehört habe, Wutai-Krieg, dachte ich mir so, oh nee, der ist doch viel zu lange her. Ich meine, der Wutai-Krieg ist vor... Ist in diesem Spiel. Cloud ist 21. Er hat mit, ich glaube, 16 Shinra betreten. Und während er noch bei Shinra war, ist der Krieg zu, also ist der Krieg noch zu Ende gegangen. Dann müsste er auch so 16, 17 gewesen sein, so in dem Dreh. Und dementsprechend ist es jetzt 5 Jahre nach dem Wutai-Krieg. Und da dachte ich mir so, oh nee, echt jetzt? Die werden doch nicht so eine alte olle Kamelle rausholen. Aber die ist gut. Tatsächlich gefällt mir das jetzt, weil es nämlich einen Anschein macht, als ob halt eben Wutai immer noch massiv mit Widerstand unterwegs ist, obwohl sie den Krieg verloren haben. Mega geil. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Da freut er sich ganz bestimmt. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Chor A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Chor B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Okay. Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Geh mal hier lang. Das wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Da seid ihr ja. Oh. Hey, die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Los! Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar? Wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Zeig mal. Was habt ihr hier vor? Das sieht fies aus. Fühlt sich auch so an. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Oh, sweet. Jetzt sind sie alle fröhlich, aber hier sitzt doch sicherlich irgendwo eine Kiste. Kommen unterwegs. Wir jetzt zurück in die Slums. Das wird eine Überraschung. Oh Mann! Ich würde ganz gerne nochmal gucken, ob hier irgendwo... Okay, hab's verstanden, da darf ich nicht lang. Dann machen wir es ganz gemütlich. Wir schummeln uns an dem Truck vorbei. Und folgen Jesse einfach.
Hallo Shinra-Soldaten. Wir sind nicht da. Ihr habt rein gar nichts gesehen. Bitte weitergehen oder ich muss Warnkopfschüsse verteilen. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. War das ein Zufall? Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle unsere alte oder einer Ausgangssperre fahren. Bitte begeben Sie sich in Ihre Rolle zurück, ohne dass Sie dazwischen kommen. Ich hätte einen Angriff gegeben. Was? War das ein weiterer Anschlag? Okay, aber wir scheinen safe zu sein. Jesse hat voll den Plan. Okay. Sieht gut aus. Oh weia. Jetzt darf sie bloß nicht ihren Eltern über den Weg laufen. Stimmt, ihre Mutter. Komm schon, hier lang. Der Vater ist leider ein bisschen unpässlich. Wo willst du denn hin? Ah. Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff, glaube ein voller Erfolg. Jetzt kann meine nächste Mission nicht. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klappe halten! Oh ja, da war ja was. Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Wie bitte? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja, das stimmt. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Mach das mal, ich freu mich drauf. Na, und ich erst. Pizza made by Jesse. Njom. Hier liegt Materia. Was haben wir denn hier? Wiederbeleben. Hui, wir werden hier echt vorzüglich bedient. So, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen die Gamma von meinem Fernseher von meinem Monitor hochstellen. Ich sehe so gut wie gar nichts. Nein. Ich glaube, es war hier. Bingo. Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat die Wahrheit gesagt. Fallschirme? Hm. Du bist auf gut Glück hierher gekommen? Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Hm. Wird sicher lustig. Finde ich auch. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Und Jungs, bis nach der Mission morgen, bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Na? Gut, dann mal los! Sprich schon! Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Oh, fast hätte ich's vergessen. Cloud! Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Oh, hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Schon? Noch nicht. Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Halt die Klappe, spring! Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. War doch okay. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar.
Also, ich komme auch alleine nach Hause. Ist ja nur eine leichte Verbrennung. Kommt gar nicht in Frage. Danke, Kumpel. Na, ist schon gut. Mir nach! Ob Jesse und Biggs schon zurück sind? Also... Was dagegen, wenn wir bei ihnen vorbeischauen? Die wohnen gleich auf dem Weg. Okay. Finde ich gut. Irgendwas wollte ich noch sagen, als wir da gerade runtergesprungen sind. Ich hab's vergessen. Ich wurde mitten im Text abgebrochen. Wie so oft. Hier sind so viele Dialoge. Aber trotz allem. Hey! Genau, und noch eine labernde Freundin im Hintergrund. Es ist wunderbar. Ah, hier oben waren wir noch nicht? Moment. Hier wohnt Biggs. Scheint noch nicht zurück zu sein. Sieht so aus. Wahrscheinlich sind die wieder wild am Analysieren. Also, gibt nach jedem Einsatz so eine Art Nachbesprechung. Kann ziemlich hitzig dabei zugehen. Hätte ich nicht gedacht. Mach mir etwas Sorgen. Ach, egal. Dann lass uns mal zu Jesse gehen. Sehr gern. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Rostpfade? Ach so. Hä, okay. Eigentlich kennen wir die gesamten Gebiete hier schon. Aber na gut. Ein wundervolles Angebot von Jesse. Wenn wir schon da sind, können wir auch gleich da bleiben, nicht? In diesem Wohnheim lebt Jesse. Aber Männer dürfen da nicht rein. Oh. Aha. Sie wohnt mit anderen jungen Schauspielerinnen zusammen. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hörst du? Sicher nicht. Die anderen Mädels reden nämlich gern. Das ist in unserer Situation zu riskant. Fliegt die Sache mit Avalanche nicht auf? Niemals. Immerhin ist Jessie eine ziemlich gute Schauspielerin. Aber trotzdem, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Was soll das heißen? Brauchst gar nicht so unschuldig tun. Doch, ich weiß nicht, was du von mir möchtest. Oh, wait a moment. Männer haben da drin nichts zu suchen, sagte ich. Ach, aber ich konnte mit der Tür interagieren. Das wollte ich herausfinden. Aber egal. Na gut, wenn die nicht da sind, dann sind die wahrscheinlich im siebten Himmel. Na kommt, meine Kleinen. Kommt schon her. Wir haben Besuch. Die drei hier haben heute aufs Haus aufgepasst. Oh. Na dann. Danke fürs Nachhausebringen. Die Wunde. Schmier was drauf. Wird gemacht, Kumpel. Hör bitte auf, mich so zu nennen. Keine Angst, meine Schnuckis. Der Cloud ist ein ganz lieber. Von hier aus seid ihr. Fein. Ausgezeichnet. Hauptstory, ausstehende Belohnung. Ja. Was haben die hier alle mit ihren Katzen? Und warum kann Cloud mit Katzen nicht umgehen? Warum fauchen sie ihn ständig an und rennen vor ihm weg? Ich finde das mega cute, dass da drei Katzen auf Wedges Haus aufpassen. Total geil. Egal. Klopfen wir mal an. Da bist du ja, Cloud. Hab grad an dich gedacht. Na dann. Hier, bitte. Gute Arbeit. Ernsthaft? Ah. Und weil du so toll warst, noch was extra? Ja. Ich denke, das reicht. Oh. Na gut, morgen Abend schon was vor. Da hab ich nämlich sturmfrei. Ja, schön für dich. Kannst du jetzt bitte loslassen? Mach ich, aber nur, wenn du kommst. Ich kann nichts anderes, außer okay zu sagen. Okay. Ich denk drüber nach. Juhu! Ich habe auch noch eine besondere Pizza im Kühlschrank. Jesse Spezial. Mit Malken, Lumpen, schwarzen Müllen und roten Schillen. Na? Oh, die Belege sagen mir nichts. Oh, bist du süß, Cloud. Schon gut. Überlass alles einfach mir.
von Sauerkraut. The fuck? Was? Das war süß. The fuck? Hätte sie nicht Baumkuchen sagen können? Das wäre noch lustiger gewesen. Ja, das ist egal, aber ich dachte so, Japanisch, Deutsch, Baumkuchen, das verstehen doch viele. Egal. Toll. Irgendwie fühle ich mich jetzt massiv abgeblitzt. Aber was soll's, wir haben ein Date. Gibt es da vielleicht später irgendwie so ein Achievement von wegen Herzensbrecher? So jeden Abend ein Date mit einer anderen? Ich meine, hier laufen demnächst drei Mädels durch die Gegend. Dann kann man sich so aussuchen, ob man jetzt mit Tifa durch die Gegend läuft, mit Eris oder mit Jessie. Marlene ist zu klein. Das stimmt nicht mit dir. Und die ist nicht in der Party. Achso, Jessie eigentlich auch nicht. Na gut, gehen wir erstmal eine Runde pennen. Na komm. Es ist schon spät. Das hat damit nichts zu tun. Vielleicht ist sie wach. Hätte es zumindest mal ausprobieren können. Na gut, dann... Gute Nacht. Bis zum nächsten Tag schlafen? Ausruhen? Nee, ich kenne leider keins von Sword Art Online leider. Sollte ich mir mal angucken, glaube ich, oder? Ich werde mich, glaube ich, erstmal einfach nur... Nein, wir werden bis zum nächsten Tag schlafen. Das haben wir uns verdient. Es steht ja eh nichts an. Wir durften den Auftrag nicht mitmachen, also ist es egal. Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch, Tifa. Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Cloud! Was ist los? Schnell! Komm mit! Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Und jetzt? Barrett und Jessie kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Bereit? Immer. Schnell, was seid ihr denn für Viecher? So, unbekannte Kreatur D. D, für Dementor, ich wusste es. Bringt das überhaupt was?
So. Wir machen das ganz einfach. Wir analysieren die Viecher einfach erstmal. Und gucken, was die haben. Okay. Verwende Magieattacken, um ihre Schockleiste schnell zu füllen. Füllsattacken füllen sie nur langsam. Aha. Wirksam. Alles gleich schlecht. Perfekt. Na, wenn das so ist, dann wissen wir ja jetzt, was abgeht. So. Und nee, Magie. Feurer. Mit ein bisschen Glück erwischen wir mehr als einen. Leider nein. Patronus? Ja, genau, Patronus. Wir sollten Patronus. Es tauchen immer mehr auf. Das wäre sicherlich gut. So, jetzt aber nochmal. Einmal Magie auf die unbekannte Kreatur da drüben. Kein Ende. Na los, greif an. Hab Spaß. Hack sie kaputt. Was sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Interessant. Nicht mein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Nein. Nani. Nicht schon wieder. Jetzt noch einen Weg. Hallöchen, Candy. Egal. Wir laufen tiefer hinterher. Bleibt mir fern, ihr hässlichen Spock. Ich hab das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Cloud, hier lang. Okay. Das muss ein Albtraum sein. Ja, irgendwie. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Was auch immer ihr seid. Wir sind gleich da. Irgendwas mit irgendwas Wesen. Da ist was Neues. Das will ich auch analysiert haben. So, seine Schockleiste lässt sich normalerweise nur langsam füllen. Sie füllt sich jedoch schneller, wenn die Kreatur eingeschüchtert ist. Eingeschüchtert? Oh, aber resistent gegen allen möglichen Stuff. Oh. Können wir doch erstmal die Viecher. Erstmal die Dementoren und dann den Rest. Ja, genau, was zum? Die hier irgendwie nur noch alles verschwommen. So, er ist im Schock schon. Und jetzt packen wir da mal ein bisschen drauf. Und, oh, der Limit Break ist ab. Dann geben wir ihm noch mal einfach einen Kreuzschlag. So. Da sind noch mehr davon. Eigentlich. Jesse? Was, ja? Oh nein! Jesse! Verdammt! Was denn jetzt? Jesse! Bist du verletzt? Ich schusse. Aus! Vorsichtig. Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja. Schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Oh. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch.
Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud, wärst du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf. Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Das ist jetzt echt frech. Ich werde hier voll unterm Wert verspeist. Das letzte Mal hat er 2000 gegeben und jetzt nur 500. Jetzt fühle ich mich ziemlich hart ausgebeutet. Aber okay. Wir wissen, dass wir hier wieder raus müssen. Wäh, ist so hell. Oh, hallo Tifa. Oh, hi Mark. Puh, auf in den Kampf. Komm schon, Tifa. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay. Gehen wir. Super, Ausrüstung abwesender Mitglieder. Du kannst Ausrüstung von Gruppenmitgliedern, die einmal deiner Gruppe angehört haben, letztlich Abwesenheit anpassen. So kannst du bei Bedarf benötigte Materie. Danke. Das ist eine gute Information, weil das konnte man früher auch machen. Kommen wir mal hier. Wir schauen erstmal nach Waffenmodifikationen. Seht ihr mal, Cloud hat zumindest schon mal wieder eine. Barrett ist gerade irgendwie nicht da. Aber ich dachte gerade eben, der ist ja Stufe 2. So, die Panzerklinge können wir nochmal ein bisschen aufwerten. Wiu! Dr. Who lässt grüßen an der Stelle. So, wir wollen hier jetzt mal ein bisschen weitermachen. Physische Attacke plus 6. Endlich mal was. Das nehmen wir. Und ich glaube, tiefer können wir jetzt sicherlich auch aufbessern. 5. Ah, ich glaube dann doch nicht. Aber nee, die hat noch ein paar Punkte hier offen. Da können wir vielleicht noch was machen. MP Maximum plus 5, TP Maximum plus 5. Da wir auch in den Kämpfen hier massiv mehr Magie einsetzen, sollten wir das einfach beibehalten und auch ruhig ein bisschen Magie boosten. So, Barrett hatten wir noch nicht. Dann wollen wir ihm doch auch mal die Chance geben, nochmal ein bisschen seine Bonis zu erhöhen. Mit der Waffe. So, wir haben magische Attacke plus 5, TP, zusätzlicher Materia-Slot und physische. Physische ist ganz gut, er ist der einzige, der Fernkampf hat. Das ist unglaublich praktisch. Ja, lassen wir ihn sowas wie Tank werden. Wir haben noch 12 Punkte zur Verfügung. Gucken wir erstmal, was hier noch so geht. Physische Abwehr, magische Abwehr. Und noch ein zusätzlicher Materia-Slot. Ne, wir machen die physische Abwehr. Oh, und den zusätzlichen Materia-Slot kriegen wir auch hin. Dann nehmen wir doch erstmal den hier, weil der kostet nämlich weniger. So. Damit sollten wir eigentlich ganz gut ausgerüstet sein, würde ich behaupten.
Wie sieht's hier mit den Materia aus? Cloud, Tifa, Barret. Barret hat einen Eisenreif angelegt. Tifa hat den Sternreif. Stimmt, das sollte auch so sein. Wir haben aber trotzdem noch einen Materia-Slot offen. Den könnten wir eigentlich wiederbeleben geben. Und Barriere ist eigentlich auch gar nicht verkehrt. Ein Waffenslot hat sonst keiner, ne? Mehr frei? Nee, das ist schade. Hätte ich jetzt einen weiteren Materia-Slot auf Clouds Waffe, wäre das unglaublich praktisch. Aber da bleiben wir wohl außen vor. Gibt es hier irgendwelche Aufträge, die wir erfüllen können? Nee, die haben wir schon alle abgeschlossen. Na denn, auf zur nächsten Mission. Aber vorher eine kleine Pause. Bis gleich und danke fürs Vorbeischauen.